Ja, hallöle, zurück zu Minecraft Season 1, jetzt neue Crafting, keine Ahnung, wie habt ihr es jetzt eigentlich genannt? Weiß nicht, nee, ich war ja Gute die letzten Frage. paar Folgen nicht dabei und Wir haben irgendwie noch keinen Namen gegeben. Es heißt halt Minecraft. Und es ist ein Let's Play. Minecrafting von, Und diesmal keine sogar Ahnung. mit schwerem Atmen und mit Schnee. Ganz toll. Problem ist, wenn ich spreche, muss ich ja durch die Nase atmen und das geht nicht, weil dann atme ich automatisch ins Mikrofon. Dann musst du weniger sprechen. Nicht Spaß. So. Wir haben letztes Mal ja noch mit Jendrik hier weitergebaut. Ich weiß Du gar hast mit Janik nicht. weitergebaut. War ja nicht dabei. Ich meinte jetzt vor allem, naja, wir, Ja. also soweit schon. Ach, du bist Und jetzt auch so weit gekommen, dass inzwischen die zu alle mit wir ansprichst, weil wir ja mit Zuschauern. Keine Ahnung. genau. Es war jetzt ein bisschen abgehakt, aber ich weiß, was du meinst. So, ich gehe mal kurz hier rein. Einmal kurz den Schnee wegmachen. Toggle. So, ich antworte dann einmal kurz Ton. nicht und mache mein Mikro ein Voll. bisschen um. Mach das. So. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich weitermachen sollte. Hier fehlt noch ein Turm. Dann kann ich einfach mal den bauen. Der muss ein bisschen dünner, aber deutlich höher werden als der, finde ich. So, erstmal das weg. Bisschen Platz machen. Jetzt besser? Bis jetzt. Schon. Aber das müssen wir in Langzeittests erstmal bestätigen, dass das jetzt geholfen hat. Finde So, das eigentlich in der das Mitte sieht doch gar nicht schon mal so besser doll. aus. Das war auch nur so ein Test, weil ich nicht wusste, was das ist. Also hast du das gebaut hier? Was jetzt? Das ist an der an der Treppe, das in der Mitte. Hä, was? An der An der großen Treppe? Treppe. Hast du das gebaut? Nee, das war Jendrik. Achso, ja, dann Mist, dann kann ich es ja nicht gleich abreißen. Du gehst also gleich einfach erstmal davon aus, dass du es abreißen wirst, aber noch nicht jetzt, weil Jendrik nicht da ist. Ungefähr. Okay. So, hier müssen wir nachher auch was hinbauen, diese Höhle. Ich mag die. Ich habe noch gar kein Pferd gesehen bis jetzt. Das große Gibt es Pferde auf upstage Sir? und ich hab keins gesehen. Ich weiß gar nicht, wo die spawnen überhaupt. Ich auch nicht. Müsste man mal nachgucken. Sich Du, da du, mal du, du. informieren. So. So, da sind wir wieder. Irgendwie ist der Ton aus. Also, ich finde es irgendwie. Oder er ist nicht aus, aber ich finde es nervig, dass man keinen Ton hört, wenn eigentlich man sich durch die Gegend hier. Wenn man hier durch die Gegend fliegt. Ja, das habe ich, das war aber auch generell irgendwie. Letzte Zeit habe ich das Gefühl, Minecraft hat irgendwie gar keine Sounds mehr. So relativ wenig inzwischen nur noch. Was mir dabei übrigens einfällt, wer sich vorhat, eine Xbox One zu kaufen und unbedingt Minecraft spielen möchte. Stellst du damit den Zusammenhang her? Ist das geil. Komm, mir fiel gerade nichts anderes ein. Also, wer unbedingt Minecraft spielen möchte auf seiner dann hoffentlich brandneuen Xbox One, der hat jetzt die Möglichkeit von Microsoft bekommen, da ein bisschen schneller zu arbeiten als die Programmierer. Mal gucken, wer es schafft. Man kann jetzt nämlich komplett kostenlos und frei das SDK für Xbox One nutzen und sich eigene Spiele programmieren. 2, 3, 4, nein, jetzt habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ja, das ist schon eine Besonderheit. Das kann man bei anderen Spielkonsolen nicht so einfach. 4, 5, 6, 7. Entschuldigung, muss ich Ich zwischendurch sage einfach mal 4, 5, 6, 7. so. Das finde ich auch 2, ganz toll. Das 3, ist das 5, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7. Was? Und es ist auch ganz toll, dass es das 5, 4, 6, 7 auch alles gibt. Was? Ich bin Nee, gerade du hattest konzentriert. gerade nur, gerade nur erzählt vom Thema und dann zwischendurch unterbrochen, weil du gezählt hast. Ja. Das hört sich geil an. Ach so, okay. Das war's aber eigentlich schon mit dem Thema. Also, wir werden dann natürlich auch ganz professionell hier die Spiele veröffentlichen, die wir alle schon mal geschrieben haben. Also, ich bin jetzt bei Ja. 0 und du? Ich bin bis jetzt bei 0 Spielen und du? Plus minus 5. Ach, du bist dir im Moment nicht sicher. Ja, also ich schwanke irgendwo zwischen 5 und minus 5. Also entweder ich entwickle 5 oder ich werde niemals 5 entwickeln.
Ah, okay. Oder ich werde 5 zerstören. Na, zerstört habe ich auch schon ein paar. Unbeabsichtigt. Ups. Versteht sich. Das tat uns jetzt leid. Ja, ist blöd, wenn die CDs zerkratzen. So. So. Das Fundament des Turms steht. Hier hinten kommt noch so ein Turm hin, wo ich gerade bin. Was meinst du, soll der hoch oder eher nicht so hoch? Oder eher so ganz hoch? Wo stehst du denn? Tja, müsstest du jetzt wissen, ne? Ja, ich bewege mich jetzt einfach mal so in Richtung Hauptteil der Burg. Oder des Schlosses oder wie auch immer man das nennt. Ach, da, wo du hochbaust. Ja, ich würde vorschlagen, dass der ungefähr so hoch wird. Ja, okay. Obwohl, also und dann oben noch diesen normalen Aufsatz, den man da hinten auch hat. Der wird deutlich schmaler als der richtig fettet. Hoffe ich doch. Ja, der ist ein bisschen zu fett geworden. Aber irgendwie passt es auch, weil das ist ja so das Tor. Und Tore sind ja nicht wie Türme. Die sind ja eher so ein bisschen, ja. Terraforming! Wow! Es geht los. Ganz wichtig, was ich gerade mache. Hier sind übrigens so ein paar Plätze, wo wir unbedingt noch weiterbauen müssen. Es sieht an einigen Stellen echt cool aus. Also wenn ich jetzt mal konkret werden sollte, dann vor allem. Ich so sehe gerade nichts, ich bin ich unten weiß, in der Schlucht. Ich spreche nicht mit dir, tut mir leid. Was ist denn das? Das ist irritierend, wenn du in der Wir-Form sprichst und dann immer die Zuschauer ansprichst und mich nicht. Ich werde ausgegrenzt. Ah. Das ist, selbst ihr werdet bevormundet mir gegenüber. Was ist denn das hier? Komm mal kurz her, Max. Ich muss mir mal sagen, ob du das auch siehst. Warte, sofort. Ich glaube, das ist ein Texturfehler, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe zumindest keine Ahnung, wodurch das... Oh, der Sternhimmel sieht ja cool aus neuerdings. Wodurch das verursacht werden könnte. Wo bist du denn? Bist du immer noch da? Komm mal zum Turm und dann immer weiter weg. Dann solltest du mich sehen. Ich sehe dich. Ich dich aber nicht. Ich guck dich gerade an und ich komme jetzt auf dich zu. Ich stehe neben dir. Ganze Lied bei mir. Ah, jetzt habe ich dich. Okay. Jetzt bleib mal hier stehen und guck auf den Fluss. Fällt dir irgendwas auf? Nö. Ach, der bricht da hinten ab, so gefühlt. Aber sonst. Nee, das meine ich nicht. Warte mal. Ich mach mal ein Foto und schick's bei WhatsApp. Wieso? Ganz professionell. Weil es sieht echt komisch aus und ich weiß nicht, was das ist. Dass da so Striche sind? Ja. Ach so, ja, die sehe ich bei mir nur, wenn ich näher rangehe, weil ich dann im Default Texture Pack gerade bin. So, woran liegt das? Was ist das? Wie kann ich das wegmachen? Was bewirkt das? Hilft mir. Das liegt daran, ich denke mal, das liegt daran, dass die unterschiedlich tief sind, die Stellen, und an den Stellen sieht das anders aus. Sieht aber ein bisschen unprofessionell aus. Lässt sich nicht ändern. So, jetzt brauche ich kurz Eis und dann mache ich das wieder zu und dann trinkt das Schwein. Willst du mir beim Terraforming helfen? Kann ich sofort machen, ich brauche nur noch Eis. Weißt du, wo ich Eis finde? Ich suche es. Eis. Eis? Unter Blöcke? Oder ich unter. Ich habe schon gefunden, danke. Weg. So, das Eis ist unterm Schwein. Das Schwein ist unterm Eis. Du bist fies. Soll ich dich wieder mit dem Donnerkeil killen? Oh, es ist schon tot, ich wollte es gerade retten. Nee, danke, ich verzichte. Wo bist du denn? Dann kann ich dir helfen. Also du kannst einfach, zieh einfach eine virtuelle Verbindung zwischen der Schlucht, wo die Brücke drüber ist, und dem Fluss. Da bin ich. Dem Fluss? Ich bin direkt unter dir gewesen gerade. Ach da. So, was da, wo die Erde verschwindet. Wir bauen einen Fluss zwischen der Schlucht, der in den kleinen anderen Fluss da fließt. Also hier soll ein Fluss hin. Dann muss das aber tiefer. Ich weiß, das ist ja auch erstmal nur grob. Wegen dem ganzen Schnee. Oh, ich glaube, wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Hier ist eine etwas größere Höhle. Was? Wo? Ja. Oh, der Zombie hat keinen Kopf, aber dafür eine Schaufel als Kopf. Wo ist denn eine Höhle? Oh. Da. Das ist mir zu dunkel. So, wo ist es denn? Ich finde das nie, diese Leuchten. Welche Leuchten meinst du? Na, diese Leuchten halt. Da. Leuchtfeuer.
Ach so. Die sind, glaube ich, ein bisschen heller als Fackeln. Ja, das stimmt. Sieht zwar bescheuert aus, wenn man hier überall Leuchtfeuer hinsetzt, aber scheiß drauf. Zack. Ich gucke mich gerade in der Höhle um. Soll ich das eigentlich? Kannst du machen, wenn du willst, aber die wird wahrscheinlich sowieso zugebaut. Ja, klar. Kann man natürlich so als Schlosskerker oder so machen, aber geplant ist es eigentlich nicht. Also, wenn man davon sprechen kann, dass irgendwas geplant ist bei uns. Also es war schon geplant, dass wir Minecraft spielen. Ja, das schon. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Aha, hier ist ein Zombie in Unterhose. Interessant. Ich auch. Was war das denn? Ich habe ins Mikrofon gepustet. Ich kann das auch. Wieso? Wie, was, wieso? Ich weiß nicht, wieso ich das kann. Ich glaube, es ist eine Wieso Fähigkeit. kannst du das auch? Also das meine ich, wieso auch? Ich unterhalte mich mit nur einer Person, also kannst du dir das auch doch denken, oder? Hä? Aber nicht absichtlich ins Mikrofon, bis auf dieses eine Mal. Jetzt gerade. Ich weiß, ich sage ja auch nicht, dass es absichtlich ist, oder? Haha. Nö, aber. Ich habe es auch nicht unterstellt, glaube ich. Hörte sich aber so an. Dann nehme ich natürlich alles zurück. Dankeschön. Und streite Sehr alles nett von ab. dir. Glaubwürdige Bestreitbarkeit, wie war das? Ach, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Apple wusste es bis jetzt noch nicht. Also, ich wollte noch mal darauf hinweisen, das ist schon gesund, das zu wissen. Ein Stromstoß aus der Steckdose zu bekommen, ist nicht gesund. Oh mein Gott, wer wusste das denn noch nicht? Apple. Ah. Die haben jetzt nämlich ganz überraschend gesagt, Leute, wenn ihr ein Netzteil von Drittanbietern nehmt, was nicht ordnungsgemäß funktioniert und ihr kriegt einen Stromschlag, dann ist das gefährlich und wir warnen euch jetzt davor. Sollte Google das nicht auch machen? Aber ich glaube, Google hat nicht so viele Probleme mit Fälschung. Die fälschen ja selber. Stimmt. So, wo bist du eigentlich? Ich baue hier den Fluss weiter. Ich auch, aber ich komme jetzt von der anderen Seite, weil wir um den Baum rumbauen. So, Ich so. folge dem natürlichen, der natürlichen Richtung der Landschaft. Wie, ich dachte, das wird so ein richtig schöner, gerader Fluss. Nein, das wird kein Kanal. Das dachte ich jetzt Das wird so aber. ein künstlicher Fluss. Also Aber kein Kanal. ich dachte jetzt, es wird so ein Bach um die Burg rum. Die Nein, es wird wir kein Burggraben. natürlich aussehen lassen. Da unten kommt ein Hafen rein. Oh Mann, ist der Schnee nervig. Erstens muss ich immer alles doppelt abbauen. Und zweitens habe ich immer das Gefühl, wenn ich den Schnee abbaue, dass dann irgendwo dein Name, irgendwelche Namen auftauchen. Was aber nur irgendwie diese Schneeüberbleibsel sind, die dann immer zerspringen. Bei der Aufbauanimation. Abbauanimation, gutes Wort für den Schluss, fürs Schlusswort. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.